Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formates Im Gespräch mit. Heute, gleichermaßen exotisch wie spannend, beschäftigen wir uns mit der Lage der Gefängnisinsassen in Togo, Westafrika. Zu Gast ist eine Krankenschwester aus dem Landkreis Tübingen-Gomaringen, die für die Hilfsorganisation Humedica dort Hilfe geleistet hat, Denise Wein. Frau Wein, herzlich willkommen und danke, dass Sie hier sein können. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Corona bestimmt alles. Ach, und da gibt es ein schönes Zitat Ihres Vorstandes. Der hat gesagt, die Corona-Pandemie wird zur Hungerpandemie. Inwieweit trifft es auf Afrika zu? Schon, also Corona selber ist gar nicht so das Problem. Also schon, das bestimmt auch den Alltag nur das, dass die Leute wissen, sie müssen Masken aufziehen. Es ist mehr so, dass die Lockdowns ganz arg schlimm sind für die Leute, für die Landbevölkerung, weil die halt zum Beispiel noch nicht mal auf den Acker dürfen, ihr eigenes Gemüse anbauen. Und die Jungen haben erst recht keine Perspektive, weil sie dann einfach nicht mehr in die Schule dürfen, weil sie stehlen müssen zum Überleben und dementsprechend sind sie ganz schnell im Gefängnis und das ohne Verhandlung, ohne Richterspruch einfach eingeschlossen. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, wie die da reinkommen. Genau. Gehen wir mal der Reihe nach vor, ein bisschen zur Person. Sie sind nicht in Gomaringen geboren, wie man hört. Ja, mir hört es immer noch nach 26 Jahren. Ich bin in der Schweiz geboren, bin Schweizerin, habe einen Schwaben geheiratet und ist noch nie bereut. Gute Entscheidung. Total. Und Ausbildung als Krankenschwester wo gemacht? In Bern. In der Knissenkrankenhaus in Bern, genau. Und das hat Ihnen sozusagen auch eine gewisse schweizertypische Mehrsprachigkeit beschert? Genau, also die Schweizer haben als erste Fremdsprache Französisch, mindestens als ich noch in die Schule gegangen bin. Dann Englisch als zweite Fremdsprache und als Krankenschwester musste man damals auf jeden Fall eine zweite Landessprache noch mal richtig gut können. Und dafür bin ich ein Jahr an Genfersee gegangen und habe da im Krankenhaus gearbeitet als Schwesternhilfe und habe ein bisschen versucht, Französisch zu lernen dabei. Genau. Das ist die Amtssprache in Togo. Bevor wir dann darauf zu sprechen kommen und wieder hinkommen, Humedica oder Humedica, wenn ich es richtig sage, ist die Hilfsorganisation, für die Sie dann tätig waren. Können Sie die ein bisschen charakterisieren? Was macht Humedica? Also Humedica ist in Anfang 70er Jahre gegründet worden von zwei Brüdern. Einer davon Krankenpfleger, die einfach gesehen haben, die Not, die in der Welt ist. Und die haben ihren VW-Bus gepackt mit Hilfsgütern und sind in den Nahen Osten gefahren. Und daraus wurde dann diese große Organisation mit 50 Hauptamtlichen und 500 ehrenamtlichen Mitarbeitern, die versuchen, Nothilfe zu leisten bei Katastrophen, aber auch so geplante Einsätze wie jetzt Togo unterdessen war. Also Haiti waren sie dabei. Bei dem Erdbeben? Beim Erdbeben, aber auch schon beim Wirbelsturm vorher. In Nepal waren sie. Und wie sind Sie dazugekommen? Ich habe mal einen Vortrag gehört von der Ärztin. Mhm. Und weil ich das irgendwie schon immer spannend fand, auch mit meinen Gaben anderen Menschen zu helfen, nicht nur als Krankenschwester, sondern einfach auch als Mensch, als solches, haben mich das sehr angesprochen, weil da relativ viel Hilfe gebraucht wird, auch in kurzer Zeit. Also man kann auch in zwei Wochen schon viel helfen. Und das. Und wieso dann Togo? Ist da die Not besonders groß? Also Togo ist französischsprachig. Nee, die Not ist in vielen Gefängnissen in Afrika riesengroß. Da ist wirklich eine menschliche Katastrophe, was da abgeht. Es gibt mehrere organisierte Einsätze mit Partnerorganisationen in Afrika, in Uganda, im Sudan, in Togo, in Benin noch. Und ich habe mich halt einfach von der Zeit her auch beworben. Im November geht es gut, auch vom Sie waren jetzt erst dort? Ja, ich war jetzt vor zwei Wochen, genau. Und erzählen Sie mal, hat man da als Frau keine Angst, in so ein Gefängnis zu gehen? Sind doch, denke ich mal, mehrheitlich junge Männer da drin? Also ich habe mich gar nie bedroht gefühlt. Die Menschen sind so dankbar einfach, dass überhaupt jemand vorbeikommt. Schon vorher, also 2017, war ich schon mal in Togo. Schon da war es so. Und dieses Mal war es jetzt noch viel
viel größer die Freude auch einfach, weil seit 1,5 Jahren, seit April 2020, durfte gar niemand mehr in die Gefängnisse, weder Besuch noch irgendjemand. Und jetzt, wir waren wirklich die Ersten, die wieder rein durften und medizinische Hilfe leisten. Und woran fällt es medizinisch am meisten? An allem. An allem. Ja, also es gibt Krankenpfleger vor Ort, theoretisch, aber die haben noch nicht mal ein Fieberthermometer, geschweige denn Medikamente, kein Verbandsmaterial. Dann wird oft, ist halt auch so, dass man zahlen muss und wer kein Geld hat, kann auch keine medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Es fehlt an allem, an Schmerzmittel, an Malariamittel, an Mittel gegen Krätze. Die Menschen haben gar nichts, die einfachsten Wunden infizieren sich ganz übel. Was es gibt, ist, dass es ein TBC-Programm gibt, also Tuberkulose. Wenn einer richtig schlimm hustet, dann darf er doch schon mal auf Staatskosten zum Checken ins Krankenhaus, aber sonst läuft gar nichts. Und man kann vielleicht die Insassen noch ein bisschen charakterisieren. Ich habe gefunden, es geht da weniger um Kriminelle, sondern auch Inhaftierte, die nicht mal verurteilt sind. Ja, genau. Also es sind wirklich Kleinkriminelle oder einfach Leute, die aus der Not raus halt ein Brot stehlen zum Beispiel. Oder es und reicht. Da kommt man aber nicht gleich ins Gefängnis, doch? Doch, das reicht. Oder wenn man, Benin ist relativ nah, Togo ist ein ganz schmales Land, wenn man quasi über die Landesgrenze hinübergeht und auf dem togoischen Markt was verkaufen will, aus Benin raus, dann reicht es für ein Jahr Gefängnis. Das ist politisch ja, wie soll ich sagen, weniger interessant als vielmehr makaber. Eine Familie beherrscht praktisch seit 50 Jahren das Land. Gibt es da nicht Ansätze von Demokratie oder Aufstände oder irgendwas? 2017 waren mindestens also ganz heftige Straßenkämpfe. Opposition hat versucht, da auch was aufzukommen, einmal was zu sagen, aber es wurde echt blutig und wüst niedergeschlagen. Da ist wenig Hoffnung im Moment. Der amtierende Präsident hat vor kurzem auch einen Erlass weitergegeben, dass er bis 2030 auf jeden Fall regieren darf. Es gibt Opposition, aber die ist ganz schnell auch im Gefängnis. Da haben wir auch jemanden behandelt, der ein wunderbares Leben im Gefängnis hat, aber halt nicht frei ist. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist offensichtlich ein sehr wenig entwickeltes Land. Sie haben auch gesagt, große Not. Die Frage ist, gibt es da kein Öl, gibt es keine Rohstoffe, Kobalt, die seltene Erden für Handys, wie sonst? Nicht, dass ich wüsste, es gibt vor allem Landwirtschaft. Mhm. Es ist eins der 25 ärmsten Länder der Welt. Mhm. Ja, also es ist richtig weit, weit hinten. Grundschule sind die ersten 4 Jahre staatlich. Also das sollte eigentlich jeder besuchen können. Aber sobald es dann weiterführende Schulen gibt, muss man zahlen und das muss man zuerst das Geld dazu haben. Was haben Sie eigentlich von der afrikanischen Mentalität mitbekommen? Ich habe mal hier einen Gast aus Ghana gehabt, der hat ein schönes Zitat mitgebracht. Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit. Gibt es in Togo auch solche klugen Sprüche und Weisheiten? Weiß ich so jetzt nicht, aber ich weiß einfach, dass es ein Fest ist, morgens gesund aufzustehen und dass man das wirklich einfach feiert. Die Menschen sind sehr, sehr positiv, sehr outgoing. Also die freuen sich am Leben, an der Natur, an dem, was sie haben, an dem Wenigen und schätzen das, sind dankbar, haben einen starken Glauben und sind da gut verwurzelt. Also das ist eine Erholung oft auch, als Deutsche in Togo zu sein. Und was hat Sie eigentlich dann sozusagen, was hat Ihnen Freude gemacht? Auf der einen Seite ist ja wohl, ich sag mal, ein Tropfen auf den heißen Stein, was man da leistet. Und trotzdem, woher kommt die Motivation? Ich glaube, es ist also schon auch eine christliche Motivation, einfach weil Jesus gesagt hat, wenn man jemanden besucht oder jemandem Hilfe bringt, dann bringt man auch ihm Hilfe. Also dann besucht man auch Jesus selber und die Gefangenen nicht zu vergessen. Und das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber was einem da an Freude und Dankbarkeit entgegenkommt, das ist mir so reich beschenkt. Aber manchmal habe ich schon ein bisschen das Gefühl, ich bin sehr egoistisch, dass ich diesen Weg gemacht habe in die Gefängnisse, weil man so überreich einfach mit Dankbarkeit beschenkt wird. Das ist
gesehen zu werden für einen Gefangenen, der seit einem Jahr keinen Besuch mehr hatte, eine Seife geschenkt zu kriegen, das ist ein Schatz, das ist unglaublich, mit wie viel Freude die Menschen auch einen Besuch von uns entgegenfiebern. Das ist, also kann man nur jedem wünschen, so eine schöne Erfahrung zu haben. Jetzt kann man also sagen, was gibt es an Hoffnung und Zuversicht für das Land, für diese Menschen, ja, vielleicht für Afrika überhaupt? Also ich habe, oder wir haben als Gruppe zusammengearbeitet mit 4 jungen Ärzten aus Togo, in Togo ausgebildet, die sehr gut ausgebildet sind und die aus christlicher Überzeugung sagen, sie bleiben im Land. So Sachen, das sind die Sachen, die uns Hoffnung machen. Wir haben, unser Organisator ist ein Unternehmer, der Schokotogo entwickelt hat. Das ist eine Kooperation von Kleinbauern und von vor allem Frauen, die für fairen Schokolade arbeiten, die in Togo selber Schokolade herstellen. Es gibt schon Menschen, die sich sehr für Togo einsetzen und die sagen, auch Gutes entsteht in Afrika und wir sind auch mit dabei, wir können was, wir sind es wert, auch irgendwie vorwärts zu gehen und gesehen zu werden. Das sind die Sachen. Mit solchen tollen Menschen zusammenzuarbeiten, ist wunderschön. Wir haben hier begonnen, machen wir wieder am Schluss vielleicht noch einen Blick auf die Situation der Krankenschwestern des medizinischen Pflegepersonals hier. Ich habe mich kundig gemacht, viele Engpässe auf den Intensivstationen sind natürlich Corona-bedingt, aber vor allem auch personalbedingt. Was macht den Beruf der Krankenschwester des Pflegepersonals bei uns so hart? Das glaube ich schon seit ewiger Zeit einfach gedacht wird, Krankenschwestern sind oder Pfleger sind dermaßen altruistisch, die sind, auf denen kann man immer alles abladen. Es geht schon darum, dass man sieht, was wir leisten, das wäre sehr schön, und dass man sieht, dass man einfach nicht immer noch mehr draufpacken darf, sondern dass es Sinn macht, für eine gute Versorgung auch genügend Personal, genügend Stellen zu haben und auch eine gute Bezahlung, das wäre schon schön. Genau. Aber es sind lauter tolle Menschen, die halt einfach auch mit einem großen Herzen am Bett stehen und die das schon aus Überzeugung machen. Deswegen sind wir immer noch da. Frau Wein, vielen Dank. Weiterhin diesen Mut, diese Freude an Ihrer Arbeit, ja, und natürlich schöne Weihnachten. Danke gleichfalls, Ihnen auch. Alles, alles Liebe. Liebe Zuschauer, danke für Ihr Interesse und ja, bleiben Sie gesund, haben Sie schöne Weihnachten. Auf Wiedersehen. Bis bald.